Ich habe gestern diesen sexy Zweiteiler in meinem Kleiderschrank gefunden. Und wie man sehen kann, der passt mir jetzt nicht so gut und meine Oma feiert es, aber ich jetzt nicht so sehr. Deswegen geben wir dem Guten jetzt ein kleines Glow-up. Und wir fangen natürlich professionell mit einer Skizze an. Auf jeden Fall dachte ich mir, machen wir so ein sexy 90s Chanel-inspired Thing. Dafür habe ich erstmal versucht, die Taschen abzutrennen. Das hat eigentlich dann auch ganz gut funktioniert. Dann habe ich die Jacke ein bisschen gekürzt und diese untere Kante mit einem schwarzen Schrägband versäubert. Die Taschen habe ich dann auch wieder rangenäht und dann ging es auch schon weiter mit dem Rock. Da habe ich erstmal diesen wunderschönen Schlitz aufgetrennt und dann gekürzt und dann diesen Schlitz da irgendwie festgenäht. Und da habe ich dann ein bisschen verkackt. Da musste ich ihn nur noch ein bisschen enger machen und unten wieder versäubern. Und wir wollen ja reich aussehen, auch wenn wir es nicht sind. Und deswegen habe ich da noch alle Goldketten und Goldknöpfe rangenäht, die ich irgendwie hatte. And that's the final look. Ich finde, ich sehe sehr, sehr teuer aus. Kann man überhaupt teuer aussehen? I honestly don't know. Aber ich finde, ich habe dem Ding auf jeden Fall ein fettes, fettes Glow-Up gegeben. Und ich finde, es hat schon so eine 10 von 10 verdient.